Hier kommt noch einmal aus Stuttgart Konstantin Cordovin. Und hier kommt der Applaus für ihn. Hier ist Konstantin Cordovin! Vielen, vielen Dank. Ich würde euch gerne einen Text vortragen zu einem Thema, über das es sehr viele Vorurteile gibt, nämlich Vorurteile. Und ich mag den Text sehr gerne, aber er hat ein bisschen einen sperrigen Titel. Und zwar lautet der Titel: Der Tag, an dem ich lernte, dass Vorurteile auch nützlich sein können. Und zwar kommt es zu dem Titel, weil ich öfter gehört habe, dass man bei meinen Texten nie genau weiß, wann sie aufhören. Das heißt, wenn ihr am Ende von dem Text den Titel nochmal hört, dann wisst ihr, der Text ist vorbei. Wir probieren das jetzt einfach mal. Der Tag, an dem ich lernte, dass Vorurteile auch nützlich sein können. Neulich war ich mal wieder zu Besuch bei meinen Eltern. Das mache ich grundsätzlich sehr gerne, weil ich ein richtig gutes Verhältnis zu ihnen habe. Aber das sieht für Außenstehende oft nicht so aus, weil meine Eltern zwar Deutsch können, ich mich mit ihnen aber meistens auf Russisch unterhalte. Und die russische Sprache klingt einfach unglaublich hart. Es ist vollkommen egal, worüber du dich auf Russisch unterhältst. Hört sich immer so an, als müsste sich bald jemand Sorgen um seine Kniescheiben machen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Привет, дорогой. Wird übersetzt: Hallo, mein Lieber. Zwei Worte auf Russisch klingen härter als alle Alben von Rammstein zusammen. Um so viel Badassness adäquat in geschriebener Form wiederzugeben, hat die russische Sprache ein besonderes Alphabet. Die Buchstaben sind eine Mischung aus griechischen, lateinischen und einem Zettel, auf dem ein Fünfjähriger mit Wachsmalstiften seinen Namen geübt hat. In diesem Alphabet gibt es Zeichen, die selbst keinen Laut haben, sondern nur angeben, wie man Buchstaben ausspricht, neben denen sie stehen. Es gibt zum Beispiel ein Weichheitszeichen. Wisst ihr, wie hart eine Sprache klingen muss, bis da Leute zusammenkommen und sagen: Freunde, wir müssen da was machen. Da verletzen sich zu viele Menschen beim Lesen. Analog dazu gibt es übrigens auch ein Zeichen, das Laute härter macht. Noch härter. Menschen, die dieses Zeichen verwenden, sind übrigens auch die gleichen, die sich im Internet so super scharfe Chili-Soßen aus dem Ausland bestellen, weil die, die man normal kaufen kann, einfach nicht scharf genug sind und sie dann als Augentropfen verwenden. Und das habe ich als Kind nicht gewusst, aber jetzt, wo ich älter bin, verstehe ich viele Dinge, die ich als Kind nicht verstanden habe. Zum Beispiel, warum meine Freunde damals so einen krassen Respekt vor meinen Eltern hatten. Weil immer, wenn wir mit nach Hause gebracht haben, bin gerade durch die Tür rein, hat meine Mom sowas gesagt wie: Привет, дорогой, вам отрезать пирожное. Dann haben meine Freunde sofort den Rückwärtsgang eingelegt. Ist deine Mama so auf dich? Gibt's jetzt Ärger? Nee, Kuchen. Und ich finde Russisch eine sehr schöne Sprache. Mit dieser Sprache hat man Zugang zu einer sehr, sehr reichen Kultur. Und außerdem funktioniert Russisch auch hervorragend zur Konfliktvermeidung. Und da gibt es eine schöne Geschichte dazu, aber bevor ich die erzählen kann, muss man noch eine Kleinigkeit über mich wissen. Und zwar hatte ich auch mal ganz kurze Haare. Also so richtig kurz, so 8 mm. Damals bei der Bundeswehr. Und wenn ich Leuten erzähle, dass ich bei der Bundeswehr war, sind viele überrascht. Auch ich. Ich hätte bei mir jetzt auch ihr Zivildienst vermutet. Man muss aber dazu sagen, dass ich bei der Bundeswehr zu den Sanitätern gekommen bin und dann in eine Zahnarztpraxis versetzt wurde. Das heißt, ich war offiziell eine Zahnarzt-Sprechstundenhilfe bei der Bundeswehr. Und ich finde, das soll als Zivi durchgehen. Aber die Bundeswehr ist nicht so wichtig für die Geschichte, wichtig sind meine kurzen Haare, weil das Problem bei mir ist, dass ich ohne Haare so aussehe, wie sich Russisch anhört. Das liegt an meinen kantigen osteuropäischen Gesichtszügen. So im Moment, da lenken die Rasterlocken davon ab, aber ohne die sieht mein Gesicht so aus wie lauter ineinander verkeilte Geodreiecke. Und mit so einer Optik gab es damals wirklich Menschen, die Angst vor mir gehabt haben. Und manchmal denke ich mir, vielleicht hätte ich das auch ein bisschen ausnutzen sollen. Na, ich hätte mir damals zum Beispiel auch das Monatsticket sparen können. Ja, weil immer, wenn ich irgendwo in den Bus eingestiegen bin, sind die Kontrolleure wieder raus. Meinem auch der Busfahrer. Außer er war selber Osteuropäer, dann hat er nur so wissend genickt. Ich kenne deinen Schmerz. Und um das zu verhindern, bin ich draußen meistens mit so einer Kapuze rumgelaufen, wie so ein ukrainisches Rotkäppchen.
Die ganze Geschichte ist jetzt gut so 12 Jahre her. Das heißt, ich war damals so 18, 19 und ich habe noch einen kleinen Bruder. Und der war damals 14. Und wir waren eines Abends auf einem Konzert gewesen, noch spät nachts, nach Hause gelaufen durch einen eher ruhigen Vorort von Nürnberg. Und so einer dunklen Gasse sind wir auf ein paar Jugendliche gestoßen, die angefangen haben, uns anzupöbeln. Und jetzt waren es aber keine gewöhnlichen Wald- und Wiesenvorstadt-Gangster. Diese Jugendlichen hatten Sturmmasken auf. Und wenn ich auf jemanden treffe, der eine Sturmmaske aufhat, dann ist er für mich erstmal weisungsberechtigt. Selbst wenn er 5 Jahre alt ist. Dazu muss man allerdings sagen, dass diese Sturmmasken nicht sehr professionell gefertigt waren. Also bei einem hatte die 2 unterschiedlich große Augenlöcher. Bei dem nächsten waren die Augenlöcher dafür viel zu klein und zu weit auseinander. Also es sah ein bisschen so aus wie so ein schielender Kartoffelsack. Und bei dem nächsten waren die Augenlöcher dafür viel zu groß und er hatte außerdem so ein Hugo Boss Logo auf dem Hals. Also ich muss davon ausgehen, dass er eine Unterhose auf den Kopf trug. Diese Details sind mir erst im Nachhinein aufgefallen. So im ersten Moment standen mein Bruder und ich einfach so vor einer Gruppe von maskierten, aggressiven Typen gegenüber. Und es ist nicht die angenehmste Situation. Und auch wenn ich damals bei der Bundeswehr war. Das heißt schon physisch mehr oder weniger fit, war es trotzdem so, dass ich keine besondere Kampfausbildung hatte. Na, der einzige Special Move, den ich hätte anwenden können, wäre eine professionelle Zahnreinigung. Und dafür hatte ich keine Instrumente dabei. Aber ich habe in dem Moment richtig gemerkt, wie sich mein kleiner Bruder immer unwohler gefühlt hat. Und es hat in mir so einen Beschützerinstinkt ausgelöst, so eine Kurzschlussreaktion. Weil das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich angefangen habe, die Typen einfach wahllos auf Russisch anzuschnauzen. Na, wer seid ihr? Was soll das? Gleich gibt's Kuchen. Und das hat die schon sichtlich verunsichert. Und dann habe ich meine Kapuze abgenommen und das hat die Situation komplett deeskaliert. Das war echt wie in so einer Naturdoku. Wir sehen, dass die Gruppe junger Primaten von ihren potenziellen Opfern Abstand nimmt. Offensichtlich hat sie sich vom Mimikry des älteren Tieres täuschen lassen. Diese Gruppe scheint bereits die Erfahrung gemacht zu haben, dass es keine gute Idee ist, sich mit einem ausgewachsenen, glatzköpfigen Russen anzulegen. Und das war der Tag, an dem ich lernte, dass Vorurteile auch nützlich sein können. Vielen herzlichen Dank.